Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Ich bin Sebastian, das hier ist Ben und ihr seid hier auf Tupac VR. Und ja, hier gibt's alles rund um das Thema VR, egal ob Hardware, Gameplay-Videos, eine News-Sendung, also alles rund um das Thema VR. Und heute stelle ich euch ein Spiel vor, das Ride, The Eye of Atlantis heißt. Und das ist mehr so ein Adventure-Rätsel-Game. Und ja, ihr seht heute so ein First Impression, sage ich mal. Umgehauen hat es mich jetzt noch nicht, weil es auch ja technisch irgendwie noch nicht so wirklich fertig wirkt. Es gibt nur Teleport, es hat keinen Snap-Turn. Und das waren schon sehr große Negativpunkte, die ich jetzt so gesehen habe und die ich dem Entwickler auch mitgeteilt habe. Vielleicht kommt da noch ein Update dann raus, wo die das nachpatchen. Ich verstehe nicht, warum Entwickler nicht mal öfters vorab Keys raushauen, damit die eventuell auch mal Feedback bekommen von den Leuten. Muss jetzt nicht ein YouTuber sein, sondern irgendwelche anderen Tester, weil sowas ist heutzutage undenkbar. Meiner Meinung nach muss in jedes Game Teleport rein, Free Locomotion, Snap Turn und von mir aus auch eine Vignette und so weiter. Aber das muss alles optional ein- und ausschaltbar sein. Ansonsten macht man irgendwas falsch oder hat auch VR nicht so ganz verstanden. Ja, Leute, Ride ist ein Spiel, wo wir eine Zeitreise machen und da läuft eigentlich irgendwie was schief, denn wir sollen in irgendeinen Fischer, hineingeboren, ist falsches Wort. Man soll halt das Leben des Fischers irgendwie erleben. Man kommt aber in irgendein Hohepriester-Leben rein und muss dann so das ein oder andere Rätsel lösen. Am Anfang haben wir auch noch Kräfte zur Verfügung. Und ich habe es dann irgendwann auch nicht mehr geschafft. Da kommt ein Rätsel, wo ich dann hängen bleibe. Und ich wollte das Gameplay auch nicht zu lange machen. Soll halt wirklich nur First Impression sein. Und man hat dann so eine Art Xylophon und muss dann Töne nachspielen, die man hört. Also man sieht nicht, wo gedrückt wird, sondern man hört nur. Und das sind Spiele oder kleine Rätsel, die absolut nicht mein Fall sind. Und ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie noch hinbekomme, das zu lösen und ob ich dann auch mal weiterspielen kann. Zwei Rätsel brauche ich dann noch, um irgendwie weiterzukommen. Ja, auf jeden Fall macht es ansonsten einen ganz guten Eindruck. Und schauen wir uns mal ganz kurz hier die Homepage oder die Steam-Seite an. Und ist am 27. released worden. Hier steht jetzt für die HTC Vive Oculus Rift. Ich habe es mit der Vive Index gespielt und hat ohne Probleme funktioniert. Das erstmal dazu. Und positiv anzumerken ist, es hat französische Sprachausgabe und englische Sprachausgabe. Leider keine deutsche Sprachausgabe, aber dafür deutsche Texte, muss man auch anerkennen, ne? Auch positiv. Und hat so schlecht, schlecht, gut, gut, schlecht, gut. Also sehr gemischt das Ganze, wer es gut oder wer es schlecht findet. Ich finde es erstmal ganz okay. Es ist, ich glaube, der erste Titel von diesem Entwicklerstudio und da muss man natürlich auch ein bisschen Rücksicht nehmen erstmal. Aber ich hoffe, dass die jetzt wirklich nochmal ein Update raushauen, ein Patch raushauen, wo dann auch Free Locomotion da ist und eventuell, dass man bei manchen Spielen dann auch Hilfen einschalten kann, wäre auch positiv, wenn man irgendwo hängen bleibt, für solche Games natürlich. Ansonsten kann das ziemlich schnell, ein nerviges Spiel sein. Also ich kenne so Adventure, die man einfach, wo man einfach nicht weiterkommt, ohne eine Komplettlösung oder sowas. Und da gibt es Spiele, die machen das richtig, wo man dann drücken kann, irgendeinen Knopf, und dann wird einen Hinweis geliefert oder so und so weiter. Also da gibt es schon natürlich Möglichkeiten. Das Spiel ist momentan runtergesetzt, aber nur für 24 Stunden. Ich hoffe, das ist vor Release quasi noch immer gültig. 13,43, ansonsten kostet es halt 16,79. Wie gesagt, gibt positive Aspekte, gibt negative Aspekte von dem Game. Negativ war noch, dass relativ lange Ladezeiten sind, so 10, 15 Sekunden auf einer SSD zwischen den Levelabschnitten. Kam mir jetzt lang vor, aber gut. Kann ich aber auch noch mit leben. Das ist jetzt nicht so tragisch. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich möchte hier kein abschließendes Review machen. Ist ein First Impression. Guckt euch das an, ob es eventuell was für euch sein könnte. Und wenn ja, dann kauft's. Und wenn ihr euch unsicher seid, wartet einfach.
bis es ein zweites Video von mir gibt, gerne mal in die Kommentare, ob ihr da auch ein zweites sehen möchtet. Und wenn ihr das Spiel schon habt, wie findet ihr das? Gerne mal in die Kommentare und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zum Gameplay. Viel Spaß. So Leute, ich zeige euch jetzt Ride the Eye of Atlantis und schauen wir uns ganz kurz die Optionen an, die wir hier haben. Also wir haben einmal die Sprachen, die wir uns auswählen können. Also wir haben nur Französisch und Englisch als Sprachausgabe. Dann haben wir aber auch noch die Untertitel, die wir hier sehen. Und ich habe auf deutsche Untertitel gestellt. Dann haben wir die Qualität und die habe ich hier auf hoch gestellt. Was ich hier in dem Spiel echt vermisse, wir haben nur Teleport und wir haben keinen Snap-Turn, also das ist das Negative. Das werde ich den Entwickler aber auch direkt mitteilen, dass hier Free Locomotion reingehört und Snap-Turn. Und ja, ich habe eben mal ganz kurz reingeschaut, um die Aufnahme auch zu checken und so weiter. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal neu an. Das ist eigentlich alles, was es jetzt hier im Menü zu sehen gibt. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Gameplay. 1477-45. Welcome to Historia Time Travel. You have chosen the Atlantis Discovery Pack with a robot tour guide option. Genau, von der Story her machen wir einfach eine Zeitreise und wir können durch diese Zeitreise, glaube ich, in die Körper reingehen und das dann davon erleben. Und ja, das können wir jetzt hier machen. Some basic rules. Avoid interacting with the island's inhabitants. Don't do anything you might regret and keep a low profile. Good. We shall teleport you to a Mediterranean island to help you. Und los geht's. Zeitreise geht los. Good morning, dear traveler, and welcome to Thoros, our home island. I am your tour guide. Enjoy this gorgeous landscape while we discover together the basics of time travel. First, we shall learn how to move around. Okay, jetzt haben wir hier unser kleines Tutorial. For your convenience, we have developed a teleportation system. Look, do you see this little antique column over there? Try to get there. Wow. Very good indeed. Bisschen zu nah, ne? You will crush any competition in the Olympics 100-meter run of 2084. Jetzt haben wir hier. But I'm losing track. We still have work to do. On your Reiserucksack. Your travel bag. It will act as inventory. Grab it. Ah, komm mal hier. Was ist doch cool, was haben wir hier? Safety-Button. Der gehört in jede Zeitreisemaschine rein, ne? Oh. Do you see the little box with a button in your bag? Okay, das ist weg. This is your emergency exit. In case of trouble, just take it out and press it. And I'll take you back to your time at Historia Time Travel. Got it? Come on, pack your bag. For good this time. And keep going along the cove. Okay, wir haben auf jeden Fall unser Sicherheitsding wieder. Und ja, zur Grafik muss man jetzt sagen, okay, das sieht jetzt nicht so wirklich bombastisch aus, was wir so im Hintergrund sehen. Ja, was in der Nähe zu sehen ist, sieht ganz okay aus. Ist es aber auch nicht der absolute Knaller, muss man sagen. Aber wie gesagt, wenn das Spiel okay ist, wie ich immer sage, ist mir das eigentlich relativ egal. Da unten sehen wir ein paar Fische schwimmen, ist ja auch schon mal cool gemacht. So. On your way, you will find a seashell. I advise you to pick it up. Take it to your ear. The Atlanteans lived in symbiosis with nature. Some of them put messages in the cavity of the shells, acting as a memory bank or postal letter. If you feel like it, pick up and listen to every shell you shall find once there. That being said, go to the end of the creek. Okay, also wir finden immer Muscheln und wenn wir die uns an das Ohr halten, ja, haben wir halt Geschichten, die wir hören und ja, machen wir das jetzt mal. 1-2, 1-2, this is a test. Can you hear me, traveler? Here ja, is a reproduction ich hör. Of the seashell system that you can find on Atlantis. Collect them and listen to the messages they hold. To learn more about the lives of the Atlanteans. Ja, also das sind die Muscheln und ja, mal schauen, was wir da so im Laufe des Spiels finden. Ja, die Bäume sehen ganz okay aus. Natürlich, die Äste sind ein bisschen abgeknickt ab und zu hier, aber ansonsten ist das vollkommen im Rahmen. Kann man auch hier hin teleportieren? Nein, okay.
Oh, was ist denn da? Eine Vase, aber da komme ich auf keinen Fall hin. Okay. Eager to travel in the past? I feel your shudder, young adventurer. I too, for Atlantis is one of my favorite destinations. Please, pay attention to the following. You will encounter digital locks once you've arrived to the past. This is an inspection process we put in place to ensure that you are still properly synchronized with the system. Here is an example lock. By combining the provided key and the modules that you find on the way, you will have to reproduce the geometric shape of the locks and then just insert it in to unlock. Note okay. That if an unlocking happens simultaneously as a system update, there may be some side effects. Try to unlock this one here to send your mind to the past, at last. Don't forget, you will incarnate the body of a fisherman. No worries. The old man lived alone, a real hermit. No risks of meeting relatives who might bother you. Ja, jetzt haben wir die Sicherheitshinweise von Zeitreisen gelesen, was man auch in den Freizeitparks immer ja wieder hat, ne? Da wird man immer wieder auf irgendwelche Sachen hingedeutet, wenn man in der Warteschleife ist oder in der Warteschlange. Und ja, eigentlich interessiert es keinen, aber ne, wir machen es hier. So, wir haben jetzt hier die, so ein digitales Schloss. Und das sollen wir jetzt nachbilden hier. Und hier haben wir, ja, so ein Hammer, soll quasi der Schlüssel sein. Und jetzt schauen wir mal, kann man das hier irgendwo drauf machen, packen. Ahoy Atlantis! Ah! Ahoy Atlantis! Ja, und das sind die Artefakte, die wir sehen, das soll wohl so sein. Okay, was ist das? War jetzt hier? Oh! High Priest, you are surrounded. Hohe Priester. Wir sollen doch ein Fischer sein, oder? Nichts mit Fischer, oder? Oh, das kommt mir bekannt vor aus dem Trailer. Ja, diese Szene kenne ich. Hi, Priest. Wow. I watched helplessly as you were being kidnapped, but I'll help you get out of here. Okay. Quick! We have no time to lose. I managed to recover your attraction bracelet. Pass it on your right arm. Hast du noch was? Well, you can now attract any Orichalcum item. But you already knew that. Okay. Surely there are Orichalcum items around you. Wir können jetzt will be useful alles to you anziehen. Unfortunately, I've not been able to recover your repulsion bracelet. It must noch was. Be under the jealous watch. Wow. Okay, jetzt haben wir hier Zauberkräfte. Und jedes Mal, wenn wir was hier machen, sehen wir diese Artefakte, weil es einfach nicht geplant war, das so zu machen. Okay, da geht es auf jeden Fall nicht weiter. Er sieht ziemlich kaputt aus. Ah, cool, hier können wir anziehen. Und hier weghauen. Das ist cool gemacht. Haben wir hier rein irgendwas? Nein. Okay, gehen wir mal weiter. Und die Ratten laufen direkt weg. Ha! Ist da schon mal was? Also es scheint aber auf jeden Fall nicht so geplant zu sein. Oh! Not so fast. Doch, euch hau ich jetzt weg hier. Easily. You will suffer the same fate as this scoundrel. Den will ich. Ey! Der hat meine Zauberkräfte geklaut. Du fieser Hund. Okay. Mist. Finally, here we are. It is with great pride that I introduce you to Atlantis, a wonderful city, a jewel of civilization. How are you? Have you enjoyed the body change process?
Sometimes customers complain about... But wait a minute. You don't have the old fisherman's body. Nee. Curious. Would there have been an update in this system? God, I'm always the last one told about these things. Ich bin der Hohepriester. Never mind. Let's pretend everything is normal and let's resume our tour. We shall benefit from the curfew tonight to quietly visit the city's harbor and an Atlantean spiritual temple. A word of caution. The access to this temple is quite the challenge. Curfew requirements. Access is blocked for the evening. We will have to put your brains to the test, but you'll see, the game is worth the effort. Atlantean mysticism will have no secret for you. Drei Schalter, okay. Here's the deal. You must activate three relays placed under the harbor's mythical statues. This shall open the temple's door. When you're ready, go to the first statue. Schauen Sie erstmal das hier an. Also das sieht jetzt echt ziemlich cool aus. Nachts. Okay, der Himmel sah jetzt letztens bei Rest besser aus, muss man sagen. Aber sieht trotzdem cool aus. Auch das, ja, die Fackeln im Wasser, die Lichteffekte sehen cool aus. Also so kann man jetzt echt nicht meckern. Ist natürlich auch jetzt kein AAA-Titel, ne? Muss man dazu sagen. So, irgendwas soll ich jetzt hier machen. With a simple mechanism. Nothing too overwhelming for you, I suppose. Okay, das kenne ich aus irgendwelchen anderen Spielen, dass man mehrere, ja, Zeichen hat, sage ich mal. Man muss die irgendwie wieder zusammensetzen und auch so schauen, dass es zusammenpasst. Jetzt schauen wir einfach mal. Wir nehmen uns einfach mal hier das obere Teil oder dieses Dreieck. Das müssen wir gucken, was am besten dazu passen würde. Schauen wir mal. Hä? Bravo. Oh. Now we can move on. Okay, das ging ja schnell. Kann ich das in meinen... Habe ich meinen Rucksack? Ich habe meinen Rucksack. Okay, das ging schneller als ich dachte. Ich dachte eigentlich, dass ich die anderen auch noch benutzen muss. Okay. Gehen wir mal da hinten hin. Oh, die Ratten laufen weg. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Kann ich die hier anfassen? Ja, man kann durchgleiten, aber man kann sie trotzdem so ein bisschen... Ist auch schon mal nicht schlecht. Wo die Textur hier besser aussehen könnte, kann ich die vom Haken nehmen? Nein, okay. Ah. Das nehmen wir aber mit, ne? Hab ich das jetzt eingepackt, automatisch? Natürlich nicht. Schade. Da ist es, da ist es, da ist es. Gucken, ob ich das einpacken kann. Wer weiß, wann man das brauchen könnte. Nein. Okay, schade. Irgendeine Pfanne oder sowas. Nehmen wir einfach mal mit. Wer weiß, vielleicht kommen hier gleich Gegner. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Also ich hasse es, wenn es nur Teleport gibt. Okay, da kann man gar nichts machen. Oh ja, mal nächste. Find me at the next one, but take all the time you need. Okay, jetzt müssen wir wieder was nachbilden. Müssen wir mal schauen. Ach, ja klar. Okay. Leuchtet irgendwie ein, dass einem das gezeigt wurde. Was kommen wir hier schon durch? Wird's bestimmt schwerer als eben. That's odd. This mechanism is incomplete. The parts can't be very far. Okay, der teilt das direkt immer auf. Müssen wir nochmal schauen hier. Kann man hier auch wieder einen Außenring? Kann man den... Okay, den kann man nicht bewegen.
Wir können gar keinen bewegen. Bin ich jetzt irgendwie zu nah dran, oder? Was ist jetzt los? Was ist da hinten? Okay, da komme ich erst weiter, wenn ich mir da wieder so ein Teil abgeholt habe. Was ist das hier? Okay, schade. Aber... da fehlt was, ne? Reach the temple, activate the second beacon. Okay, aber... es fehlt die Steintafel. Ist es jetzt Ziel, die zu finden, eventuell? Okay, da ist Schloss. Vielleicht fische ich auch jetzt gerade nur im Trüben. Wer weiß. Hier ist auch noch. Ah, guck mal hier. Cletia, I do not know if this message will reach you. The sea seems enraged lately. With this war against Athens, which rages and seems endless, I begin to question the policy of expansion of our kingdom. We lived in the most beautiful and prosperous land of the continent. What good is it to conquer new territories? Alas, these political maneuvers escape me as much as they take me away from my people every day. Clitia, I do not know when I'll be back. I fight every day to safely come back to you. Do not forget me. Bin auf jeden Fall schön synchronisiert, muss man sagen. Das ist aber kein Muss, diese Muscheln zu finden, deshalb hat das jetzt gerade nichts mit dem eigentlichen Rätsel zu tun. Kann ich da reingucken? Nein. Aber ich versuche mal kurz, da war da eben dieses Teil da, genau. Schau einfach mal auf die Truhe drauf. Wer weiß. Nee. Guck mal hier. Da war doch schon mal eine. Wissen wir wenigstens, wo wir dran sind, ne? Dass ich doch richtig lag. Aber man kann immer noch nichts drehen, also wir müssen noch eine finden. Boah. An so schlecht beleuchteten Stellen können die das dann nicht versteckt haben. Da kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre echt blöd von denen. Ach, guck mal da. Ah. So. Well done. But the hardest part is yet to be done. Show me what you're capable of. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Das könnte hier passen. Jetzt müssen wir schauen, was denn da passen könnte. Das nicht wirklich, ne? Oh? Nee. Das! Oh! Okay. Excellent. The work of a real goldsmith. Follow me at your own pace to continue the tour. Okay, jetzt müssen wir
uns da hinten was nachbauen. Wird natürlich komplizierter, ne? So, wir haben das Teil hier. Dann kommt schon ein Dreieck dran. So, genau. Dann kommt hier ein Viereck dran, würde ich sagen. So. Oh, muss ich gleich den Controller erstmal ausziehen. So, das passt schon mal. Dann kommt hier... Nee. Nein, nein, nein. Da, genau. Und da kommt noch mal... So. Perfekt. Das ist auch nicht Teil unserer Zeitreise scheinbar. Oh. Ihr kommt hier nicht vorbei. Ich möchte hier so ein Schutzschild, bitte. Hallo, Schutzschild. Ich bin doch ein Hohepriester, oder? Ah, scheiße, das sieht nicht gut aus. Okay. So. Also das war scheinbar wieder so ein, Gedankenfleisch. Ah, guck mal hier. Damn, the path is blocked. You're good at mechanics, right? Go on. Roll up your sleeves and repair this device. Ja. Kein Problem. Kein Problem, wir gucken mal. Irgendwo muss ich aber einfach nur was drehen, ne? Also, es ist ziemlich, ziemlich dunkel. Ich hasse es, wenn ich keinen Snap-Turn habe. So. Da. Das muss ich drehen, das nehmen wir ab. Hier, das muss hier hin. Dann vertut sich da ja was, ne? Aber das bringt alles nichts, ne? Bringt nicht die Seilwinde zum Laufen. Packen wir es nochmal hier hin. Ach, guck mal hier, okay. Excellent. The way is cleared. Almost as impressive as Moses. As a matter of fact, I really recommend you to our ancient Egypt travel offer. It's just as pleasant. Right. Let's focus and find the third and ultimate relay. Okay. Letzter Schalter. Schauen wir uns direkt mal an. Hier liegt schon was. Okay, jetzt müssen wir uns erstmal wieder die Sachen hier schnappen, die hier rumliegen. Okay. Here we are. I won't lie to you. This one is quite more challenging than the others. Find the pieces and enjoy an Atlantean brain teaser. Ja, okay, da hättest du mir eben auch schon sagen müssen, dass wir hier die Teile finden müssen. War ja eben genauso. So. Okay. Well done. But the hardest part is yet to be done. Show me what you're capable of. Das ist jetzt echt schwer. Mal gucken mal, zu was das hier passen könnte. Nee. Guck mal, das sind doch Hörner. Die schwarzen Linien müsste man mal schauen, wozu die passen könnten. Das. Hier könnte das hier oben hinpassen. Müssen wir das mal so machen. Okay. Das auch nicht, ne? Das könnte passen hier. Ne.
Das passt auch nicht so ganz überein, oder? Not really, würde ich sagen. Oder? Doch. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber gut. Amazing. You are talented, Traveler. More than most of your predecessors. I hope you've enjoyed this private tour of the harbor. It is for me an honor to have made you tread the soil of Atlantis. It's time for my favorite part of the program. The Sacred Temple. The Sacred Temple. Na, schauen wir mal, wie wir zum Sacred Temple kommen. So, jetzt können wir uns das hier auch nochmal drehen, ne? Hoffe ich mal. Ne, okay. So, fangen wir hier an. Da kommt erstmal ein normaler Würfel dran, damit wir so kommen. So, hier müsste dann eigentlich... So, und da dann wieder. Das macht keinen Sinn, oder? Doch, macht wohl Sinn. Und hier kommt jetzt wieder was dran. So. Da noch einen Teil rein. Und dann einfach so. Wow. The Secret Temple. Let me in. Little Pig, let me in. Okay, jetzt sehen wir die gleiche kleine Story. Was hier so passiert ist. Im Krieg. Und Bams. In den Bauch. Da fallen die Armeen. Was macht ihr hier, ihr beiden? This is the highlight of the show. The temple and its typical architecture. This place is home to the great natural knowledge and Atlantean mysticism in all its splendor. The Atlanteans were a people of great wisdom, endowed with an intelligence very different from ours. Meditation took an important part in the practice of their religious belief. It is even said that their high priest practiced a sort of mystical trance between these walls, and that he entered into communication with the spirits of nature. Mm-hmm. He meditated there, enriching his spirit and ensured a balance between Mother Nature and the people. Even I, although made of electrical chips and high-tech software, admire this great civilization. You know what, Traveler? I'm going to do something unusual. You seem to me wiser than most of our average customers, and I appreciate you. I will teach you how to prepare a meditation as an Atlantean high priest would. I warn you, not everybody can do it. Here are some indications, but do not feel obliged to go to the end. I think it's even better that you don't. It seems to me that there are some crucial objects hidden in the xylophone. Take a look. Okay, was? Jetzt muss ich mir das nochmal anhören.
Muss man es natürlich nachspielen. Nee. Was hat schwer? Nee. Aha. Also das erste Schloss haben wir. Boah, das werde ich niemals im Leben schaffen, Leute. Könnt ihr schon jetzt knicken. Komm, wir gucken uns mal an, was es sonst noch gibt hier. Dear High Priest, I have got a bunch of kids playing in the temple. These rascals broke one of the four statuettes. Fortunately, they did not have time to do more damage than that. In the future, it will be necessary to close the access to the temple to avoid this kind of inconveniences. I even think that a curfew might be necessary for the next ceremony. Mm-hmm. The king himself will not mind. It is in no one's interest that you be disturbed in your duty. One more thing. Not willing to aggravate the situation, I entrust you with the repair of the statuette in question. Good luck. Okay, wir müssen ja ein paar Dinge quasi reparieren. Die ist nicht vollständig, wie man sieht. Also man muss wahrscheinlich als erstes wirklich dieses Rätsel da lösen. Aber wir können ja mal gucken, was wir mit dem Spiegel machen können, ne? Und da fehlt ja schon mal ein Spiegel da hinten. Ne, da hinten kommt er auch nicht hin. Ne? Ne. Also da fehlt ein Spiegel. Definitiv. Und ich denke, dass wir den da drin finden. Ja, komm, ich probiere jetzt nochmal. Ich schalte jetzt nochmal auf lauter. So. Nee. Boah, sowas kann ich absolut nicht. Und ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der da so Probleme hat. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr bei sowas auch Probleme habt. Kommt der zuerst? Nee, ich gebe hier auf. Also, das ist absolut nicht meins, muss ich leider sagen. Und ja, also macht auf jeden Fall erstmal einen guten Eindruck, das Game. Ich werde es vielleicht noch eine zweite Aufnahme machen. Das ist erstmal ein Ersteindruck. Ich versuche, das noch zu schaffen, wenn ich dann noch eine zweite Aufnahme mache. Und dann geht es auch weiter bei dem Game. Und ich würde sagen, ich beende hier erstmal die Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet euch so einen kleinen Einblick verschaffen in das Game. Und es ist auch wieder was
für ruhigere Stunden, sage ich mal, wo man einfach in die VR-Welt abtauchen kann, einfach Rätsel lösen kann. Und ja, ich mag sowas eigentlich, aber ich mag solche Nachspielrätsel nicht, wo es um Musik geht, kriege ich meistens nicht hin. Was ich auch hasse, ist dieses, wenn ganz viele, ja, sag ich mal, 4 Farben leuchten und dann muss man die auch nachspielen. Da bin ich echt zu alt für so einen Kram. Da bin ich echt nicht mehr für zu haben. Früher als Kind war das kein Problem, ne? Da hat man sowas gerne gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Spiel hieß, wo man hier wirklich die Farben immer nachspielen musste. Das war so ein kleiner Kreis mit 4 Farben, die dann immer geleuchtet haben. Und ja, das erinnert mich an solche Rätsel immer. Ja, Leute, wenn euch es gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen. Die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt auf meinem Kanal oder Livestreams gibt. Und ja, ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.